Wo warst du?
Genau, Altsachs, Rainer de Ponte Posaune, die bei uns das Dunkle Laufen mitgespielt hat und unterstützt hat, ist ein Ding, da muss ich ganz einfach den Hut vorziehen. Dann geht es weiter mit beispielsweise Nermin Gönetsch, leider ist er heute Abend nicht hier und kann mit ihrer sinnlichen Stimme dem Obladenlied sozusagen den letzten Kick verpassen. Ja. Und ich meine, es ist leider auch der Dieter Vogt nicht da, der Vater. Es tut mir wirklich schrecklich leid, der uns sehr geholfen hat bei dem Cover, beziehungsweise die Beziehung geknüpft hat zu Peter Datum. Jetzt muss ich aber ablesen, also das Typographical Fotostudio GmbH in Ports. Also er hat da also eine absolute Eigenleistung gebracht. Vielen Dank dafür. Weiter geht's natürlich mit allen anderen Beteiligten, also wenn ich jetzt irgendeinen vergessen habe, Michael Becker zum Beispiel, der hat die Fotos geschossen. Astrein, vielen Dank, alles Eigenleistung. Ja, ich denke mal, jetzt kommt Finale, ich möchte auch nicht zu viel reden, weil das ist irgendwie blöd. Aber schön, dass alle zuhören. Dicken Applaus! Es gibt unter diesen Menschen ganz einfach Leute, ohne die wäre diese Sache nicht möglich gewesen. Ja, und ich denke mal, an erster Stelle möchte ich nach vorne bitten, Erika Föste, oh. Ja, die uns diese Sache erst ermöglicht hat, die mit Enthusiasmus, Glauben an uns ganz einfach dabei war und schön, Erika, dass ich gehört habe. Bleib mal direkt davor. Also hier nicht abhauen. So.
Der nächste, ja, eigentlich möchte ich fast sagen, ist ein Bandmitglied. Ist ein Bandmitglied. Der Mann ist ganz einfach ein Bandmitglied. Der hat uns unter, also wie lange ist es hier? Anderthalb Jahre? Innerhalb von anderthalb Jahren hat er also sozusagen das Beste aus uns rausgeholt. Glück und Leid sozusagen durchgestanden. Ja? Und ich kann nur eins sagen, Space Club Studios, Dirk Hill, bitte. Dirk, Meister, komm nach vorne. Zu dem dritten muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kann mich daran erinnern, ich war so 13 oder 14, ich habe dann irgendwann angefangen auf so einem Graupenschlagzeug zu üben und brauchte ganz einfach da auch eine helfende Hand und er hat sich ganz einfach nicht nehmen lassen, uns auch während der anderthalb Jahre mit sehr viel Einsatz zu helfen und damals war ich mir eigentlich gar nicht bewusst, wer das war. Das ist einer der besten Schlagzeuger hier im überregionalen Kreis, ich weiß gar nicht. Bekannt durch Funk und Fernsehen CDs. One and only. Lieber Sibi, ich sag nur eins, one and only! Sibi, lieber, komm nach vorne, komm! Du bist gleich noch dran! Dann gibt's da noch ein paar wenige, die also im Hintergrund gearbeitet haben und also wirklich in ihren Möglichkeiten uns so unterstützt haben und wie auch immer, ich sag mal ganz einfach, an uns geglaubt haben. Uns unterstützt haben. Ich denke mal so ein bisschen an die Elektrik. Ja, eine schöne Bibel und überhaupt. Und ich denke mal, der erste Gig, das war seiner. Und ich sag nur ganz einfach, Helge Wolf, Helge, bitte, komm mal vorne. Die ganze Freizeit dort. Gabel Junkie. Der Mann am Redner. Den letzten durfte ich eigentlich gar nicht ansagen, weil dann ist Vetternwirtschaft. Aber sowas gehört sich eigentlich nicht. Aber ich sag mal ganz einfach, einer unserer größten Fans von Anfang an war jemand, der uns also, denke ich mal, in Fragen hier, was werbetechnisch läuft und Ausdrucken von haufenweise irgendwelchen Plakaten und Promotion, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Guck mal, die. Naja, gut, ich will hoffen, dass wir keinen Ärger kriegen. Ich sag nur eins, ja, Don King, Stefan Riecher! So, wie schon gesagt, wir dürfen also ganz einfach auch alle anderen nicht vergessen. Also, wer jetzt irgendwo, hab ich schon einen vergessen? Keiner sagt was? Das ist also, Moment. Gut, also ja, also vergessen habe ich den nicht, nein. Also den habe ich nicht vergessen. Ich sag mal ganz einfach, derjenige, der uns auch dieses hier ermöglicht hat, was eine sehr schöne Sache ist, also diese Räumlichkeiten hier sind phänomenal für diese Fete, meint ihr nicht auch? Ja, guter Klang. Wir dürfen auch tanzen gleich. Wie auch immer, und ich sag mal ganz einfach, tanzen dürfen sie auch, klar. Ich sag mal ganz einfach, derjenige, der auch, darf ich das sagen, unsere erste beste Verkaufsstelle ist. Ist unsere erstbeste Verkaufsstelle. Stefan Biggeleben, komm mal vorne. Dein. So, ich denke, wir haben es jetzt alle durch und sagen wir mal, Special Guests haben wir da. Die werden also noch eins zum Besten geben hier.
Und jetzt macht erstmal eine schöne Pause. Ja, so, was weiß ich, Viertelstunde, halbe Stunde, mal gucken, ne? Gucken wir mal. Kaufe ich das Haus. Ne? Was? Ja, weiß ich nicht. Schöne Pause, danke! Special Guest, der steht auf dem Plakat. Ne?
endlich mal vorstellen dürfen, weil jeder hat eben schon gesehen, ist der liebe Dirk Hill. Und wir versuchen jetzt, das ist wirklich eine Premiere, versuchen jetzt zusammen irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Ja, wird das schön kriegen, wa? Der nächste Song heißt Abladen. Thank you.
Jetzt wird's
uns dann gemacht. Und für Athen. Rockshop, in der Mitte Hose. Rockshop, Feuer im Blut. Rockshop, auf der Schulter eine Rose. Rockshop, die Augen voller Blut. Für Athen. Rockshop, weniger rote Lippen. Ja. Rockshop, und ihre Brüste wippen. Rockshop, der Silke beraubt. Denn wer? Rockshop, hat sie zur Schafe gebaut. Thank you.
Es ist alles in meinem.